Hallöchen, Popöchen, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mekko, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen heute Baldur's Gate 3 und wir sind jetzt in der Unterstadt angekommen und haben so den Anfang mal angeguckt. Also wir haben noch nicht viel, wir sind gerade hier rein, waren im Basiliskentor unten in diesem Gilde versteckt, da gab es jetzt gar nichts eigentlich. Und wir waren hier drin, haben ein bisschen Items gekauft und jetzt schauen wir uns endlich die Unterstadt an und der Augur Haxkellan erzählt hier was. Oder alle brüllen. Ja. Ich auch. Nein. Bestimmt nicht. Du Lappen. Lord Gortash is exactly what Baldur's Gate needs. I dread to think where we'd be without the Steel Watch. Mhm, okay. The Steel Watchers are doing most of the good here, really. I'd love a gander at those schematics. Gortash is the Lightbringer. Gortash will burn the Absolute to smoke and ashes. Okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass die mir helfen. Only Lord Gortash has the strength to protect our city. I don't really agree with Lord Gortash's methods. But the man does get things done. Does the man get things done? Trina, kann ich dir helfen? Ich klopfe das Ding hier in zwei Teile. If the Steel Watchers had eyes, at least you'd feel like you were being watched by something with a soul. These writers sure do have a lot to say. The amount of trees they must have cut down to print all these papers. And people complain about the Steel Watch taking up resources. Huh. I have no qualms about the quality of content. I've always enjoyed reading them. I keep telling you, animals, if you want to buy a gazette, talk to the loud little shit screaming headlines. I deliver the papers. I do not sell them. What an arsch. Nortale's shelter. Refugees welcome. Welcome. If you've need of a bunk or a bath, you'll find him upstairs. I'm grateful to be here. I am. But I thought we'd arrive as a family. Not like this. Was ist der Rest deiner Familie? The soap here smells funny. The soap here smells funny. Okay, hier gehen wir gar nicht erst rein. Also wir können gerne oben gucken gehen, ob oben noch jemand ist. Aber ich werde hier niemandem was klauen. Das sind Flüchtlinge immer noch. Good luck getting some kip up here. I'd stuff your ears if I were you. Einfach Costa Cordalis als Zwerg, ey. Da fällt... da wäre nichts mehr ein, ey. Okay. Ich überlege gerade... Oi. I got my eye on you. You got the look of a troublemaker. A troublemaker? Look, I just packed the papers. If you've got a complaint, editor's inside. Thank you very much. I don't want to make trouble. And Baldur's Ohr? Baldur's Mouth. Watch yourself in there. Sarky bastards, these writer types. Baldur's Ohr? Baldur's Mouth. Baldur's Mouth. Die sagt doch Baldur's Mund. One, five, six, one, five, seven, one, five. Oh, sorry, can't chat. One, five. Acht. Acht kommt jetzt. Shit. Acht. Where was I up to? Acht. Ihr wart bei 158 angekommen. Corellon, you're a lifesaver.
158, 159. Eieiei. Bei so einer hohen Zahl sich verzählen, das ist schlecht. Den Hebel ziehen ist verboten. Was haben wir denn hier? Afraid I'll have to ask you to stop there. Only Edvard is allowed to use the basement elevator. Warte mal, irgendwie kann man doch das Interface ausblenden, oder? Waren das nochmal? Oh, das war schnell laden. Naja, Joke ist vorbei. Oh. Junge, ich stehe an derselben Stelle, wie ich gespeichert habe. Wie kannst du so lange laden wollen? Ich wollte mein Interface ausblenden, hat nicht geklappt. Aber es ging wirklich irgendwie. Es war ein weiter. Wollte den hier machen. Ey. Du hast einen Bart und du bist eine Frau, ja? Weißt du, was sie gesagt hat? Du bist ein Kerl und hast auch Möpse. Also, jetzt reicht's mir. So. Kalack! Guck mal, was da oben ist. Hey. Ja. Wo führt das hier hin? Aufs Dach. Okay, war jetzt nicht so spannend. Gedacht, da wäre was. Wobei, weißt du was? Kann auch den hier machen, ist mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, was wir hier oben machen. Da oben steht auf jeden Fall einer. Wache. Ich hoffe, dass da sonst keiner ist. Liegen schon wieder Federn rum. Cool. What path lies before me? Schön geschenkt. Okay. Softer than a whisper. Softer than a whisper. You'll not find any fearmongering. We're an honest army. Was machen wir jetzt hier drin? Warum sind wir jetzt hier drin? Best keep your hands, dear. Hä? Just out of view. Best keep your hands. Don't want to draw any attention. G
Kannst du dich mal verdödeln oder was? I'd love to, thanks. Können wir mal hier eine Band aufmachen? Mariachi-Band bitte. Well, sie muss sich zu dir drehen. I just packed the papers. If you've got a complaint, editor's inside. That's a friendly looking shadow. Verpiss dich doch! Ich bring dich um, du kleine Kackwurzel! Herrlich, ey. Alter, haben wir nicht so einen Trank der Unsichtbarkeit? Oh, dann machen wir bestimmt drüben im Lager. Unsichtbares Sehen. Die muss mal weggehen hier. Die nervt. Was soll das? Gaff mich nicht so an, du kleine Pissbirne. Geht doch. Mann, ey. Riech mich da nicht ab. Die ist da noch. Wo führt das hin? Hier sind zwei Stahlwächter. Better be cautious. Oh nein. Was? Ja, da ist noch eine Tür und hier ist noch eine Tür. Hier sind nicht ohne Grund Wächter drin. Hier sind nicht ohne Grund Wächter drin. Sammelt damit die Einnahmen der Zeitungsverkäufer am Ende des Arbeitstags ein und händigt ihnen das Wechselgeld für morgen aus. Doch gibt Luan kein weiteres Wechselgeld, wenn er es weiterhin verlegt. Muss er es aus eigener Tasche zahlen. Achso. Ja, einverstanden.
just out of view. Hey, da bin ich wieder. Verwette meinen Hintern, ich muss mich da jetzt reinschleichen. Never wanted the easy path. Ich weiß nicht, wo wir hier hin müssen. Ready for some good news. Snake, snake. Easy does it. So überlege ich gerade, kann ich irgendwas machen, um die richtig wegzuscheppern? Tja. Can't even catch my breath. Okay. Davon kann ich jetzt nichts gebrauchen. Öl der Verkleinerung. Lol. Der ist einfach geschrumpft. Ah, herrlich. The Will. Was hältst du davon? Das wird nicht funktionieren. So ein Elementar beschwören? Ist ja schon mal eine coole Sache. Blitz. Gibt noch Wasser, Feuer, Luft. Tut mir leid. Put him up. Can't afford to let up. Schildhieb. Immun gegen liegend. Oh ja, lass meinen Will mal in Ruhe, mein Freund. So, was ihr jetzt gleich macht, ihr geht auf Seite. Wir machen den jetzt platt hier. Eieieiei. Okay. Ich überlege gerade, ob ich so eine scheiß Bombe werfe. Und noch diese Blitzbomben werfen. Und ich würde sie auf... Oh, ich würde sie einfach mal hier hinwerfen und treffe beide. Villains, take heed. Recovery is imminent. You've made a grave mistake. Battle favors the fearless. This is gonna feel good. Was ist los? Du bist irgendwas verstümmelt? Okay. Guck mal, wir können doch das hier machen. Auf. Okay. Kann man nicht heilen. Leider. Aber wisst ihr, was wir können? Wir können
den Mondstrahl auf den hier wirken. Du kannst aber werfen. Sollen wir vielleicht nicht nochmal tun. Ja. This is my time. Alter, die machen wir ja easy platt. Wir sind ja richtig gut drauf gerade. Was ist das denn hier? Fehlschlag, sehr gut. Mächtige Badabom. Speichern. Komm, dann lief ganz gut. Einmal hier so heilen und gut ist. Achso, kannst du deinen Mondstrahl beenden? Warum mir hier irgendwas in den Arsch ballert? Warum ist der verschlossen jetzt? Hä, der hätte gar nicht durchgekommen? Hier ist verschlossen. Aber warum? Vielleicht ist es jetzt für dich an der Zeit. Du hast doch das Ding hier. Zauberwirken. Hier, der hat einfach die Dinger aufgemacht. Nicht mit mir, Freunde. Ach, wie geil. Guck mal, wie das aussieht. Und alles in Valduria-Schrift. Dann bin ich ja mal gespannt, was wir hier unten finden. Schlichte Ledertasche. Lesen. Edward, Kumpel, ich weiß ja nicht, was ihr ins Papier tut, aber jedenfalls verkaufen sich eure Zeitungen wie Seidenwurzeln in einem Druidenhain. Echt gutes Zeug. Nicht so viel. Ich mir das sparen können. Ja, ich hätte es mir sparen können. Ach komm, jetzt habe ich den Zauber angewendet. Ich hätte den bestimmt irgendwann gebraucht. Wetten? Aber ich werde ihn nochmal finden, alles cool.
examine what appears to be a test print of tomorrow's broadsheet. Numerous corrections are marked in red ink. You notice one of these corrections scrawled in the margins. Whoever's tampering with the printer, stop it. You're wasting my time. The content of the broadsheet is troubling. You feature heavily in the central article, lambasted as a danger to the city. Absolutisten wahrscheinlich. Absolututisten steht hier. Eindringlinge bedrohen Fischerheit von Gorlash. Fremde Unruhestifter stehlen und plündern vom Sattenfluch geläutert oder seinen Träger. Korrigiere diesen verdammten Fehler und bring das Ganze sofort in den Druck, Edward. Aha. Wer will das machen, dass wir hier die Bösen sind? Ein nicht abgeschickter Brief von Edward Nadel, der an Fürst Enver Gortash adressiert ist. Hoheit, nichts liegt mir ferner, als eine eurer Verfügungen in Frage zu stellen. Doch ich befürchte, dass ihr nicht alle Aspekte bedacht habt. Wenn wir die gesamte Produktion der Gazette Baldur's Ohr auch nur für einen 10-Tag stoppen, würde das einen schweren Schlag für unsere Reichweite und die Leserzufriedenheit bedeuten. Ja, ich verstehe, dass euer Porträt, dessen Druck ihr bestellt habt, ein Fevras Original ist. Ja, ich verstehe, was das für euer Ansehen bedeutet, bevor der Rat nächste Woche zusammenkommt, um die Nachfolgeplanung zu besprechen. Aber überlegt doch bitte für einen Moment, was ihr von mir verlangt. Mit ergebenen Grüßen, Edward Needle. Was? Attention! Will, was ist los mit dir? Bist du besoffen? Mein Gott, nee, so ein Schwachsinn, ehrlich. Warum soll ich denn meine eigenen Leute angreifen wollen? Heldenporträt, Alter, ich kack ab. Ich habe jetzt hier so eine Druckerplatte aufgehoben, ne? Die Wieselworte dieses Artikels erzählen eine grässliche Geschichte über euch. Vermutlich stark rufschädigend, wenn sie gedruckt wird. Kann sie ja nicht mehr. Kann sie nicht mehr. Die Scheibenkleisterkacke wird nicht mehr gedruckt, denn ich habe sie in den Arsch gesteckt. Was ist das? You approach the printer, noting its ink splots and intricate cogs. Before you can get closer, however, it begins to speak. Oi! Gormless! Over here! Thought I recognized you. Dolly, Dolly, Dolly was right. You aren't much of a looker. Woher kennt ihr Dolly? We both love cheeky words. She does all the shouting. I do the writing. This is my paintbrush. I make sure everything that's in those big, ugly article blocks becomes fine printed artistry. I'm a master pensman, I am.
Dolly can't stop talking about you. Hero this, hero that, hero here, hero there. Hello, hero. You know, there's some absolute filth about you in tomorrow's edition. Seeing as you were kind enough to free Dolly, how's about I do you a favor? Why don't we change the headline? We can load up something a bit less damaging for your reputation. Klingt gut in meinen Ohren. Wie funktioniert das? Well, first, I've got to release the old nasty top story. Look there. Now, you've got to find a new article to replace it. Wo finde ich, was ich brauche, um eine neue Zeitung zu drucken? Listen, mate, I'm already doing you a favor. I'm sure you can figure it out yourself. As the old saying goes, ours is not to wonder why. Ours is but to print or die. Or something like that. Die Verwendung eures Automatikdruckers erfolgt in zwei Schritten. Laden eures Leiterartikels. Der Druckvorgang ist einfach. Öffnet die Klappe, legt den gewünschten Artikel in die Maschine. Sobald der Automatikdrucker beladen ist, erwacht er zum Leben und beginnt, Ausgabe zu drucken, bis der Tintenbehälter oder das Papiermagazin leer sind. Unendlicher Profit. Nun ist es euer außergewöhnlicher Journalismus bereit zur Auslieferung an eure unermessliche Leserschaft. Und ihr braucht auch... Ja, okay. Also ich habe jetzt hier das Ding bekommen. Die Wieselworte dieses Artikels erzählen eine grässliche Geschichte über euch. Aber wie kriege ich einen neuen Artikel? Die Wieselworte dieses Artikels erzählen eine grässliche Geschichte über euch. Stark rufschädigend. Was ist denn hier los? Die sind ja alle schlecht und negativ. Lesen. Kriminalität, Armut, genug ist genug, das Tor ist geschlossen. Keine Ahnung. Ist jetzt auch unwichtig. Keine Bock, Bücher zu lesen, es tut mir leid. Sehr geehrte Frau Foes, so sehr wir in der Redaktion das offene Ohr, Ohrs offene und ehrliche Debatten zu schätzen wissen, müssen wir sie bei der Korrespondenz Einschüchterung und Verleumdung an eine Grenze ziehen. Eure toxische Wirkung auf euer unprofessionelles Verhalten lassen uns bedauerlicherweise keine Wahl. Ich nehme eure Kündigung nicht an. Ihr seid hiermit ohne Anspruch auf Restlohn gefeuert. Jede weitere Belästigung von mir, unserer Belegschaft oder einem unserer großzügigen Wohltäter würde mich dazu zwingen, rechtliche Schritte gegen mich einzuleiten. Dem erzählen wir was. Schniedel. Nicht lustig. Das habe ich nicht gesehen. Mir ist egal, wer an der Druckerpresse rumforscht und unsere Ausgaben absichtlich Fehler hinzufügt. Wenn das nicht sofort aufhört, werde ich allen das Geld kürzen und zwar sofort. Da ist noch einer. Die Wieselworte dieses Artikels erzählen eine grässliche Geschichte über euch. Ja, aber wie mache ich denn eine neue? Das ergibt keinen Sinn. Macht man das hier, weil hier lag Eisen rum? An mich selbst. Haben wir das gelesen? An mich selbst? Das Geschenk,
Ich hatte einen Spam-Anruf gerade auf meinem Handy. Ich ruf mal eben da an. Ach so, da wollte mir jemand einen Job anbieten. Nein, danke. So, wie mache ich denn jetzt eine neue... Also, wir haben ja Eisen gefunden. Da, Silberbarren. Sowas halt, ne? Aber... Das hier ist eine Handpresse, ne? Die niedlichste Katze, die es gibt. Schauen wir uns das mal an. Dieser Artikel über den Alltag im Baldur's Tor erwähnt eure Ankunft in der Stadt nicht. Sonst ist ja auch nichts, ne? Na, dann nehmen wir halt das Ding da mit der Katze, ist mir scheißegal. Man kann bestimmt irgendwas machen, dass man gelobt wird oder so, aber ich reiß jetzt gerade nicht. Was? Was steht da? Lass den Unfug. Ich habe heute Morgen doch klar gemacht, dass wir alles daran setzen, den Ruf dieser Abenteurer zu zerstören, die unsere Stadt behelligen. Werft also eure üblichen Kolumnen in Papierkram und arbeitet an ein paar echten Krachern sofort. Oh, you return. Ja. Ich möchte die komische Katze hier reinkloppen. The editor will be in for a surprise tomorrow. Paper's printing right now, pal. Should be on the streets tomorrow. Kurios. Logisch ist halt nicht, dass man nicht weiß, wie man hier einen eigenen Artikel verfasst, ne? Das müsste ja eigentlich auch möglich sein. Und halt nicht aufheben, du sollst dir halt angucken. Dass immer irgendeiner von diesen Pissflitschen durchs Bild laufen muss, ne? Ehrlich. Es ist so nervig. Ich will das anklicken. Verpisst euch doch mal aus dem Bild, ihr Affen. Boah, ey, ich krieg einen Krampf. Ja, ich krieg einen Krampf. Halt, Citizen. Submit to inspection. In the name of Lord Enver Gortash. The parasite reels in your skull. Something within the Steel Watcher tugs at your mind. Ich bin ein rechtschaffener Bürger. Ihr werdet mir nichts antun. Ich bin ja so intelligent. Sehr gut. Weiter. A shadow swims across your vision, and a familiar voice tells you to be calm. You are loved. Apologies, citizen. Your record is clean. Please enjoy the city and remain vigilant. Wäre schade gewesen, euch auch noch kaputt zu machen. Well, well, if it isn't the city's next celebrity.
You star in our next edition's top story. Mhm. So war es. Seltsam, dass ihr den Artikel geschrieben habt, ohne mir auch nur eine einzige Frage zu stellen. Estra deals with the personal interviews and fluff pieces. I deal with the truth. And the truth is, you're a damned menace. Trafficking refugees into our city is hardly a good look. Especially when so many are absolutists and murderers. The truth will be out with tomorrow's broadsheet. People will spit in your face. Your very presence will be bad for business. You'll be a pariah, an outcast, as you should be. And then, we can only hope the fist do their duty and escort you to the gallows. Your days of scumming up this good city streets will be over. Das ist der Ur-Ur-Ur-Vorfahre von Jonah Jameson, ich bin mir sicher. Ich hätte wirklich Angst, wenn ich den Artikel längst... Nee, vielleicht würde ein wenig Geld in... wenn es wahr ist, was ihr gerade gesagt habt, dann solltet ihr mich nicht wütend machen. Stoppt den Artikel. I'm not afraid of you. Lord Gortash is a passionate champion of the journalistic arts. Attack me and you face the Steel Watch. The headlines are loaded into the printworks already. Tomorrow you will feel the power of free speech. Vox populi, vox dei. Now, guards! I believe our distinguished guest was just leaving. Would you care to escort them out? Wir lassen uns nach draußen bringen. Villain, in the name of Lord Enver Gortash. Schildhieb. Moment mal, ich habe nichts gemacht. Okay, mein PC ist gerade irgendwie... aus. Also, das Bild ist weggegangen. Ich konnte gerade nichts machen. Ja, hier, komm. Gib der ein paar... Ach, ich bin verstümmelt. Warum bin ich denn verstümmelt? Okay. Ich habe gerade echt ein Problem. Ist auch eine Aktion. Ich hab gar nichts gemacht, Alter. Fuck yes. Ich will ja nichts sagen, ne? Aber wenn der hier explodiert, der dicke Kamerad. Dann haben wir ein Problem. Hä, was mit dem ersten Schlag passiert?
Okay, wir müssen den erstmal wegkriegen hier. Was ist mit Will? Warte mal. Will? Was zur Hölle? Wann ist denn, was ist denn, wie denn? Wir sind doch rausgebracht worden. Nö, das lade ich. Sorry. Aber das lade ich jetzt. Nö. Also ich sehe ein, dass wir kämpfen. Das sehe ich, kein Problem. Habe ich wirklich kein Problem mit. Aber wir sind rausgeschmissen worden und warum ist Will noch drin? Das macht keinen Sinn. Komisch. Also das war jetzt, ich überlege gerade, aber macht gar keinen Sinn in meinen Augen. Ja, wir haben mit dem gesprochen, der hat uns rausgeschmissen. Mit wem ist Will denn im Gespräch? Okay. Die hat den angesprochen und sich beschwert. Und wenn ich jetzt rausgehe, werde ich angegriffen. Well, well, if it isn't the city's next celebrity. You star in our next trust the time then. We can only then now. Go! Hä, und jetzt greift mich keiner mehr an? Was jetzt ja auch eigentlich richtig wäre. Ich werde mal mit dem sprechen. Vielleicht greift er mich dann an. Bestimmt, weil Will noch im Gespräch war. Der war noch... Will war noch drin, obwohl wir rausgeschmissen worden sind. Und dann kam der Ärger. Okay. Aber war ja tatsächlich, sind wir ehrlich, war jetzt nicht mein Fehler. War nicht mein Fehler. Ich bin die Hauptfigur. Warum werde ich nicht angesprochen, sondern Will? Macht gar keinen Sinn. Aber wir machen jetzt hier einen Cut. Ihr kennt das Ganze. Lasst ein bisschen Liebe da. Däumchen hoch, kommentiert, abonniert. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.